Schlacht beginnt. Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Ein Replay mit der Cossack, einem britischen Tier 8 Premium Zerstörer. Meiner Meinung nach auch der beste Premium Zerstörer, der momentan erhältlich ist. Für CW oder generell im Competitive können wir uns darüber streiten, ob die Kit nicht besser ist. Aber gerade im Random-Gefechten finde ich die Cossack ja, einfach besser. Ich mag aber generell auch die komplette britische Linie, auch aus dem Forschungsbaum. Gegenüber der Lightning auf Tier 8 hat die Cossack einen Turm mehr. Dafür haben wir einen Torpedowerfer weniger. Dafür haben unsere Torpedos aber 10 Kilometer Reichweite. Und mit 66 Sekunden laden die relativ fix nach, sodass wir die eigentlich auch immer ready haben. Also mich stört das nicht, dass wir hier nur einen Werfer haben. Die Cossack ist eh nicht darauf ausgelegt zu torpen. Wir haben hier einen, ja, einen typischen britischen Hybridzerstörer, der aber einen sehr starken Gun-Fokus hat. Des Weiteren haben wir hier einen Motorboost. Das hat der Forschungsbaum gar nicht bei den Briten. Und das ist natürlich mega angenehm. Wir können aus einer Gefahrenzone raus beschleunigen. Wir können schneller rotieren. Wir können einen Zerstörer hinterherfahren. Weil was ich zum Beispiel gegen die Briten machen könnte, ihr könnt halt meistens wegfahren mit euren Torpedozerstörer. Ihr habt einen Motorboost, die Briten nicht. Ja. Soweit aber so Standard. Wir haben hier noch den britischen Kurzimpulsnebel und das britische Hydro. Das Hydro sollte eigentlich dafür sorgen, dass wir niemals einen Torpedo mitnehmen. Passiert manchmal trotzdem. Wir haben hier auch einen sehr guten Tarnwert. Wir spotten hier die Kitakasa, die hier mitten ins Cap reinfahren möchte. Na schön. Wir ziehen jetzt hier auch Nebel. Kita nebelt auch. Aber meine Schapayev zündet Radar. So dass wir jetzt hier ganz gut Schaden machen können auf die Kita. Ich habe hier ein bisschen zu früh geschossen. Deswegen bekomme ich hier ein bisschen Schaden. Macht aber nichts. Versuchen jetzt hier die Kita rauszubekommen. Werden wir nicht schaffen. Er geht gleich wieder zu. Kriegen jetzt hier auch das Counterradar der Cleveland ab. Und hier sehen wir jetzt einfach, wie cool dieser Motorboost ist. Mit einer Lightning hätten wir jetzt hier definitiv mehr Schaden genommen. Weil wir nicht so schnell rausbeschleunigen können, weil wir müssen 9 Kilometer von der Cleveland weg. Ja, können hier die selber auch dodgen. Wir gehen jetzt gleich zu nach einer Sekunde. Ja, easy. Wir haben hier wenig Schaden genommen. Die Kita ist fast tot. Die kann nichts mehr machen, die kann nicht mehr Open Water Gunnen. Wenn wir die noch einmal spotten, sollte sie eigentlich raus sein. Ich hätte ein bisschen besser zielen müssen. Beziehungsweise hier mein Divi-Mate der Norwegen hätte sich auch mal ein Radarmodul leisten können für seine Chapayev. Müsst ihr jetzt entscheiden, wer hier den größeren Fehler gemacht hat. Mein Plan war jetzt, entweder die Kitakasa zu torpen, die noch mehr besitzt, oder die Tirpitz, die hier um die Insel fährt. Ja, und ihr könnt auch raten, zu was ich mich hier entscheiden werde. Ja, richtig. Ich torpe die Cleveland, die ich nie im Leben mit Torpedos treffen kann. Keine Ahnung, was ich mir da gedacht habe. Ich dachte, dadurch, dass der immer vor- und zurückfährt, dass ich den vielleicht treffe, wenn ich die Torpedos aufsplitte. Aber, ja, so dumm war die Cleveland dann doch nicht. Generell, die Cleveland spielt die ganze Runde sehr gut. Und ihr seht jetzt, die Tirpitz wäre wahrscheinlich das bessere Ziel gewesen, drauf zu torpen. Die Kitakasa im Nebel zu treffen, wäre auch sehr großes Glück gewesen, aber die Tirpitz hätte ich wahrscheinlich getroffen. Aber wir können hier nochmal nebeln. Wir können mal gucken, dass wir jetzt hier die Tirpitz ein bisschen farmen. Tirpitz ist natürlich hier auf Secondary gebaut. Ja, unsere erste Salve legt einen Brand. Sehr schön. Eigentlich müsste die Tirpitz richtig dafür bestraft werden, dass er da so aggressiv ist. Wird er nicht wirklich. Da schießt niemand drauf. Er löscht jetzt auch den Brand. Ich kann jetzt mal hoffen, dass wir hier einen Folgebrand drauf machen. Wir müssen da gucken, dass wir 6 Kilometer von denen wegbleiben, weil er hier reintauchen kann. Weil unser Hydro läuft jetzt auch aus. Unser Motorboost ist weg. Ist ein bisschen schade, wir kriegen keinen Brand drauf. Hätte ich jetzt noch einen Motorboost gehabt, hätte ich jetzt auch Open Water geschossen. Aber so war das ein bisschen, ja, wäre mir das zu viel Risiko gewesen.
Werfen wir nochmal Torps hin. Cleveland kommt jetzt auch wieder. Das heißt, wir müssen jetzt hier generell ein bisschen wegfahren. Ist halt ein bisschen blöd, dass die Cleveland da so stehen kann. Obwohl wir hier oben eine Rune und eine Bismarck stehen haben. Da geht einfach viel zu wenig Schaden rein. Wir haben jetzt hier Zerstörer getradet. Der Gegner hat aber allerdings zwei Caps, was nicht so gut ist. Das C-Cap sollten wir eigentlich wiederbekommen. Wir müssen vielleicht gucken, dass wir noch einmal das Radar von der Cleveland baiten. Und dann mit der Neustadt zusammen die Kita rausschießen. Ich habe jetzt hier aber allerdings an der Insel eine ganz gute Farmposition für die Tirpitz. Und die Neustadt fährt ins Cap rein. Das heißt, ich brauche jetzt hier nicht mitfahren. Ja, kommst da leider in die Torps rein. Also wir gehen hier vor allem auf Brandschaden. Wir haben hier 120 mm Kanonen, wenn ich mich recht erinnere, genau. Haben jetzt auch einen Doppelbrand drauf, den wir da löschen. Aber wie allzu oft oder wie eben bekommen wir hier keinen Folgebrand drauf, was ein bisschen ungünstig ist. Ich nebel mich jetzt hier auch. Nicht, weil ich wirklich Angst vor Schaden habe. Oder beziehungsweise doch Angst vor Schaden habe. Vor allem habe ich hier Angst vor der Slava. Die Slava ist sehr präzise. Auf 12 Kilometer kann die ganz schön Schaden auf Zerstörer machen. Da müsst ihr echt aufpassen. War jetzt natürlich hier so ein bisschen übervorsichtig. Die Slava hat wahrscheinlich hier eher auf die Kreuzer oder auf die Schlachtschiffe geschossen. Aber man weiß ja nie. Und das ist halt das Schöne bei den britischen Nebel. Wir können den halt einfach verschwenden. Ihr habt 7 Aufladungen, wenn ihr Inspekteurskillt. Inspekteur braucht ihr nicht auf der Cossack. Aber das ist der Kapitän von der Daring, deswegen habe ich den geskillt, weil die Daring bekommt eine Heilung. Und da wollt ihr schon die dritte gerne mitnehmen. Witzigerweise werde ich in diesem Gefecht auch alle 7 Nebel verbrauchen. So viel dazu, ihr braucht niemals 7 Nebel. Aber diesen Nebel vorhin hätte ich mir halt sparen können. Ja, wir haben jetzt auch das T-Cap wieder bekommen. Die Slava kitet weg. A ist komplett verloren für uns erstmal. Schliefen sind wegkiten. Allerdings ist ein B vom Träger gespottet, was nicht gut ist. Und mein Problem ist hier tatsächlich noch die Cleveland und die Norka pusht jetzt hier auch rein. Für mich ist natürlich hier die Frage, was ich mache. Die Überlegung war, rüber zu rotieren und die Fletcher zu töten und dann das A-Cap zu holen. Oder halt hier zu bleiben und hier halt noch ein bisschen ja, Schaden zu machen, zu torpen, spotten. Also den typischen DD-Scheiß halt. Ja, Tirpitz kommt jetzt wieder rein. Ich habe jetzt gesehen, dass er wieder hier hochfahren will, deswegen nebel ich jetzt. Ich möchte eigentlich, dass der abdreht. Ich versuche den also hier so ein bisschen in die Torpedos reinzubaiten. Ja, leider ist die Cleveland hier schon relativ nah angekommen. Das heißt, hier auch der Nebel war ja nicht so günstig. Ja, aber ihr seht, es funktioniert. Tirpitz dreht ein. Ich glaube, ein Top sollte sie mindestens mitnehmen, vielleicht zwei. Ja, Cleveland. Es ist, wie gesagt, Cleveland, die macht das sehr gut. Die bleibt sehr lange leben mit ihren 10.000 HP. Ja, ein Top nimmt sie. Interessant, die Tirpitz bremst echt gut in meine Torpedos immer rein. Vorhin hat sie sie komplett gedodged. Und hier nimmt sie leider nur einen mit. Wir haben hier oben auch die Bismarck verloren, die dann der Border hing. Ja, keine Ahnung. Auch die Vanguard will jetzt hier reinfahren. Und hier sind wir tatsächlich in diesem Punkt, was ich nicht verstehe. Man sieht doch, dass hier drei Schlachtschiffe stehen. Und die Vanguard sagt sich, jo, ich fahre jetzt hier rein. Weil ich das einfach mal wegtanke. Als Achter in einem 10er-Match. Kann man machen. Geht aber in der Regel nicht so gut aus. Sehr interessant auch, dass der gegnerische CV unsere Halland versucht zu bekämpfen. Die Halland hat eine extrem starke Flugabwehr. Hier ist es auch wieder die Frage gewesen, ob ich vorher schon hätte trinken können, um die Slava rauszutorpen.
Aber die Norka kommt hier anscheinend reingefahren. Mal schauen, ja, und die Tirpitz ist raus, sehr schön. Hat sich das doch gelohnt, dass die Wenger da reingefahren ist, dann haben wir hier zumindest einen Trade. Weil das war klar, dass der stirbt. Aber die Norka sollten wir jetzt hier auch eigentlich rauskriegen. Und der Vorteil ist, wir haben noch zwei Zerstörer, der Gegner hat nur noch einen Zerstörer. Wir wissen auch, dass die Fletcher ein B ist, da müssen wir uns gleich drum kümmern. Und die Norka sollte zwei Torpedos mitnehmen. Ja, zwei Torpedos nimmt sie mit. Die anderen gehen vorbei. Die habe ich aber auch scheiße gesetzt. Gucken, ob wir den Kill kriegen. Nope, kriegen wir nicht. Macht die Wimmer. Ja, und dann ist jetzt C hier eigentlich geklärt. Da ist zwar noch die Slava. Aber die Slava ist nur auf Range gefährlich. Beziehungsweise die Slava ist nur gefährlich, wenn ihr nicht wisst, wo sie steht. Wir wissen aber, wo sie steht. Und somit alles easy. Wir fahren jetzt hier auf die Fletcher drauf. Das wird tatsächlich ein Kampf, wo wir definitiv einiges an HP verlieren werden. Deswegen ist es auch wichtig, wenn ihr Zerstörer spielt, dass ihr eure HP zusammenhaltet. Weil wäre ich jetzt nur Half-Life oder, ja, oder noch weniger, hätte ich die Fletcher nicht mehr bekämpfen können. Das wird generell ein sehr harter Kampf für mich. Aber so ist es natürlich leichter. Also zum Beispiel hätte ich da oben die Slava-Salve genommen, wäre das vielleicht schon ungünstiger für mich gelaufen. Die Fletcher hat auch die Halland rausgetorbt. Sehr lucky. Wir farmen jetzt hier mal noch ein bisschen die Slava, beziehungsweise versuchen die auch hier ein bisschen unsere Torpedos reinzubaiten. Aber ich glaube, der ist zu schnell. Ja, der ist zu schnell. Leider kommt jetzt hier auch die Azuma reingefahren. Da müsste sich eigentlich unsere Wehrmaut drum kümmern. Oh, der hat nicht mehr viel, wenn ich... Ja, okay. Der hat gar nichts mehr in die Schliefen. Regelt das. Perfekt. Cleveland ist jetzt auch im C dran. Aber wir sind momentan in so einem Stadium der Runde, wo die Caps tatsächlich gar nicht mehr so entscheidend sind. Weil wir die Caps uns einfach zurückholen können. Sobald halt der Gegner die Schiffe verloren hat. Na, jetzt wird hier gleich die Fletcher wahrscheinlich aus dem Nebel auftauchen. Entweder ist sie unten rausgefahren oder die fährt nach oben. Wir müssen definitiv damit rechnen, dass sie jetzt nach oben fährt. Und ich sollte jetzt hier eigentlich meinen Turn schon machen. Aber irgendwie hat mein Vergangenheits-Ich das hier nicht so ganz verstanden, weil wir sehen es, da kommt die Fletcher. Und jetzt macht es Sinn, dass wir einen Motorboost haben. Wir können jetzt einfach beschleunigen. Wir können Abstand gewinnen. Leider kann die Fletcher jetzt alle ihre Türme benutzen, während ich jetzt hier nur die Hecktürme nutzen kann. Und ihr seht, was hier halt einfach für Schaden klopft. Das ist, glaube ich, aber auch eine Fletcher, die auf ganz geskillt ist, wie das aussieht. Aber wir nehmen jetzt hier unseren Nebel wieder. Wir gehen dahinter in Deckung. Fletcher hat definitiv auch einiges an HP gelassen. Und wir leider auch. Ja, nicht so gut. Da habe ich auch ganz schön missplayed. Ich hätte da wirklich so schräg wegfahren sollen, dass ich halt auch die Fronttüme nutzen kann. Leider kommt das uns hier der CV besuchen. Und der spottet uns wieder. So, dass halt die Fletcher jetzt weiter auf uns schießen kann. Oh, er hat sogar gedreht. Interessant. Ja, natürlich legt er uns auch wieder in Brand. Ah, scheiße. Ja, wahrscheinlich werden wir hier auch rausgehen. Aber wir kriegen definitiv die Fletcher auch noch raus. Ja. Jetzt ist halt die Frage, brennen wir ab, bevor unser PCP ready ist. Ja, 263 HP bleiben uns noch, aber das Game sollte eigentlich gewonnen sein. Der Gegner hat keine Möglichkeit mehr, die Caps zurückzubekommen, wenn wir sie einmal gecapped haben. Wir haben Mors, sah noch ganz gut aus. Wir haben noch eine Rune, die noch ganz gut HP hat. Wir haben noch einen CV. Der CV könnte eigentlich die Cleveland mal rausnehmen, das wäre sehr, sehr nett gewesen. Generell war der CV nicht einmal auf unserer Seite von uns.
Endet in 5 Minuten. Wir können jetzt leider hier gar nichts mehr machen. Wir haben keinen Nebel mehr. Wir können jetzt hier noch ein bisschen Topboot spielen. Dafür haben wir jetzt einen Reload von 53 Sekunden. Da müssen wir aufpassen, dass uns der CV jetzt hier nicht spottet. Ja, spottet uns aber. Cleveland und so ist viel zu weit weg. Ja, hier wird jetzt nichts mehr passieren. Hier ticken jetzt nur noch die Punkte hoch. Und wir sehen uns dann jetzt gleich in der Endauswertung. Maschinenboost deaktiviert. Und damit ist auch diese Runde zu Ende. Gerade jetzt beim nochmal Zuschauen. Der Fight mit der Fletcher hätte durchaus besser laufen können. Da ärgere ich mich ein wenig über mich selbst. Da habe ich sehr, sehr schlecht geschossen in diese ganze Positionierung. Dass ich mich da so bewegt habe, dass ich die Fronttürme nicht nutzen kann. Sehr ärgerlich. Aber man hat vielleicht auch gesehen, wir können auch als T8 Zerstörer gegen 9er bestehen. Außer man ist halt so eine Tomate wie ich, dann wird das nicht. Das ist das Schöne auch in der Cossack. Ihr habt damit eigentlich kein Problem, wenn ihr Low-Tier seid. Die Cossack kann auch im Tier 10 Match, kann sie bestehen. Klar, ihr müsst ein bisschen passiver fahren. Tier 10 gibt es ja einige stärkere TDs, die euch halt wirklich dann outgunnen. Aber in der Regel seid ihr nicht nutzlos für euer Team, weil ihr einfach einen sehr guten Tarnwert habt. Weil ihr die kurzen Nebel habt, womit ihr halt immer wieder disengagen könnt. Deswegen ist das eigentlich nicht so schwierig zu spielen. Ich würde sogar sagen, die Cossack ist ein sehr guter Einsteiger-Zerstörer. Und wenn es sowas überhaupt gibt, also bitte lernt nicht auf Tier 8 Zerstörer fahren. Wenn ihr Zerstörer fahren lernen wollt, dann fangt mit Tier 5, Tier 6 an. Mit den Low-Tier-Zerstörern. Weil da könnt ihr in der Regel Fehler machen und werdet da nicht so hart für bestraft. Die Cossack hat Riesenprobleme mit 12-Kilometer-Radar. Und da gibt es gerade im Halt ja jede Menge. Ihr habt nur 10 Kilometer Torpedos, das heißt, ihr könnt da auch nicht wirklich die Leute raussnellen oder raustoppen. Snellen meint halt diese Einzeltorpedos zu werfen, was ganz witzig ist, wenn ihr da halt 5 Torpedos, zum Beispiel ein Schlachtschiff oder eine Sternikrad, die nur insteht, und in den Bug reinhauen. Also lustig für euch, nicht so sehr für die Sternikrad. Egal, wir machen hier mal weiter. Wir gehen hier mal kurz aufs Scoreboard. Wir haben es hier auf Platz 3 geschafft. Im 10er Game ist das durchaus okay. Wir waren mit der letzten Zerstörer, der noch im Leben war. Unser Bismarck ist relativ früh rausgegangen, leider. Auch, dass die Rune so weit unten steht. Sowas verstehe ich halt immer nicht, weil eine Rune ist eigentlich eine Damage-Maschine. Die hat einen so guten Reload. Entweder hat er nichts getroffen oder hat auf die falschen Schiffe gezielt. Bisschen ärgerlich. Ja, beim Gegner Cleveland ganz oben mit dabei. Ich glaube, ich hatte sie auch gelobt. Der hat auf jeden Fall sehr gut gespielt. Auch die Fletcher als letzter Zerstörer vom Gegner hat seine Sache auch ganz gut gemacht, denke ich. Sonst wäre er nicht so weit oben. Nun jetzt hier im Detail. Wir haben insgesamt 164.000 Schaden mit den Hauptgeschützen gemacht. Dazu kommen hier noch ein bisschen Brandschaden, 17.000. Das war sehr unglücklich mit unseren Bränden. Die haben zwar ganz gut Brände gelegt am Anfang, aber sobald der Gegner gelöscht hat, haben wir keinen Folgebrand mehr bekommen. Torpedos, ja, 3 Hits, 34.000 Schaden mitgemacht. Auch sehr glücklich. Unglücklich auch wieder, dass die Türpitz da die Torpedos nicht mitgenommen hat, beziehungsweise dass ich da auch mein Fächer da nutzlos auf die auf die Cleveland geworfen habe. Ja, damit soll es eigentlich auch gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns dann in der nächsten Runde. Bis dann. Ciao.